Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ich brauche hier oben das Ding, ne? Ja. Ah, daneben. Pech gehabt. So. Heute geht's mal wieder dahin. Und wehe, ich habe diesen Appetithappen nicht im Inventar. Weil in den Kisten war er nicht. Den hat man bestimmt im Inventar. Den gibt es nur einmal. Und wenn ich den ja nicht automatisch irgendwo im Inventar hätte, kann ich mal gucken hier bei Daten, Zeugs. Hier ist es nicht dabei. Da ist die Vergrößerungszelle. Eine leere Ersatzvergrößerungszelle für den Vergrößerungscocktail. Mhm. Okay. Burgeln Sie mal durch. Was ist das? Fehlt mir noch Prominent, Wendel. Da ist es doch. Gegrillte Wissenschaft. Wusste ich doch. Okidoki. Es ist schön hell. Finde ich gut. Dann erklimmen wir mal wieder die Kaffeemaschine ist es, ne? Es ist eine Kaffeemaschine. Hahaha. Da unten, das Labor. Wie kommt man denn da hinein? Kann man da vielleicht hin, wenn... In der Java-Matik Kaffeemaschine. Ja, das mache ich. Moment mal. Muss man das gleich... Wie ich muss das nochmal machen? Aber hatte ich doch... Eine Bombe mit? Wieso? Habe ich keine Bombe mit? Doch, habe ich. Mann, Mann. Das war jetzt echt ein bisschen... Ne? Aber wieso ist das wieder... Den check ich nicht. Das ist mir zu hoch. Ey, das kapiere ich jetzt nicht. Den Punkt hatte ich geholt. Bin hier hochgehüpft. Hab die Vergrößerungszelle da reingebastelt. Das hat man doch alles gesehen. So. We're almost ready to commence brewing. Das ist, ja, seltsam. Sehr, sehr, sehr seltsam. Ah ja, früher gab es noch Kaffeemaschinen, ne? Nicht diese Müllmachenden, wie heißen die? Ja, was weiß ich, ich will jetzt keine Namen nennen. Mit diesen Pads. Okay. Zumindest bin ich hier jetzt nicht runtergefahren. Geht es hier hoch? So. Hm? Zack. Einlagern. Sehr gut. Was passiert jetzt? The mixture seems right. Well done. Ah, ich muss den einschalten. Alles klar. Perhaps you could get a job at the Gittin Jet as a barista. Assuming all goes to plan, of course. And you're old enough to comply with the labor laws. Jetzt muss ich hier drücken. Was steht hier? Nix, ne? Standardausführung des Java-Matic. Ich werde hier speichern. Okay. Für den Fall, dass das Spiel zu Ende ist, dann mache ich das lieber nicht. Uiuiui. Los geht's. Die Vergrößerungszelle. Da geht doch bestimmt schon wieder was kaputt. Da oben war noch ein Punkt. Insufficient Power. Hätte ich mir hier denken können.
Irgendwas kommt doch immer dazwischen. Und repariere die Mixermodule. Das ist richtig gut. Ich habe nämlich kein Reparaturwerkzeug dabei. Echt jetzt? Das nennt sich doch nochmal richtig vorbereitet. Die machen ja kaputt. Hau ab. Sind das drei? Ja, ist noch eine Ameise. Bevor man hinkommt, macht die das kaputt. Und hier? Ja, wo ist er? Was heißt hier repariere? Auch ein Reparaturwerkzeug. Was richtig? Ja, ist es. Und die greifen die ganze Zeit an. Bedeutet. Ich muss nochmal nach Hause. Ich muss wieder nach Hause. Ja, bringt ja hier nichts, ne? Menu. Wie komme ich an den oberen Punkt daran? Hätte von... Ja, von da hätte ich runterspringen müssen, da wäre ich da rangekommen. Okay. Dann gehe ich nach Hause und hole das Reparaturwerkzeug. Ja. Da geht Zement. Und ich hätte gerne... noch eine Pusteblume. Hallo? So ist jetzt hier keine Pusteblume rausgekommen. Den falschen? Gehackt. Ja. Ah, da. Geh doch weg. Ich hab jetzt keinen Bock. Ich muss nach Hause. Ich mach euch später kaputt. Wie kann man nur so gut vorbereitet sein? Ja gut, kann man ja vorher nicht wissen, ne? Ich habe mich ja extra nicht schlau gemacht. Vorher, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. So. Siehste, der ist nämlich näher dran. Satz mit X. Darf der schneller, wenn ich die Sprinten-Taste drücke? Ja. Ich glaub schon. Wir fliegen. Juhu, jetzt kommt gleich das Blatt. Bin schon vorbei. Super. Reparaturwerkzeuge. Dann muss ich ja nochmal speichern. Oh, Reparaturwerkzeug. War das hier drin? Ja, wenn ich sehen könnte, da ist es. Ich kann es auch reparieren. Was brauche ich dafür? Zwei rote Ameisenbrocken. Okay. Wie repariert man denn das Reparaturwerkzeug, wenn man noch gar keine roten Ameisen hat?
gar nicht, ne? Oh, und jetzt die Sprinten-Taste drücken. Ich sehe keinen Unterschied, aber ich glaube, geht ein Tacken schneller. Drück mal lieber keine Tasten, sonst bin ich wieder im Wasser. So kennt man mich. Vergiss doch mal einfach das Reparaturwerkzeug. Super. Oh, da sind wir schon. Ah, er schon wieder. Der Ochsenschwanzkäfer. Nee, ich weiß es. Nashornkäfer. Aber im Englischen heißt er Black Ox Beetle. Und daher kenne ich auch Ochsenschwanzkäfer zu dem sagen. Aber dann eigentlich. Ja. War da schwarzer Ochsenkäfer. Warum Ochse? Müsst ihr die Engländer fragen. Oder so. Bin außer Putzte. Okidoki. Warte, speichern. Speichern. Okay. Neuen Spielstand erstellt. Einmal ist repariert. Einmal ist repariert. Was passiert dann? Sprich mit Kali bei der Yawamatic. Willst du hier? Mit Kali? Nee, oder? Nee, Da ist er, der Tali. Zu Hause. Ich halte es nicht aus. Okay, da müsste er aber jetzt nicht mitgehen. Ich melde mich wieder, wenn ich hier oben bin. So, bin wieder zurück. Wo ist Tali? Ich. Was brauchst du? Ich brauche ein Brechwerkzeug. Dann kommt da. Uli. Dr. Wendell Tali. Sprich mit Kali. Wer hätte das gedacht? Und ihr macht hier jetzt nichts mehr kaputt. Guck mal, da ist Strom. Ist grün. Was? Wehe wenn. Mach das hier nicht noch 10-mal. Ich werde aber zuerst den Punkt da oben holen, oder? Oh, komm, sonst habe ich das nachher wieder vergessen.
Okay. Wir müssen hier hoch. Dann. Da war es auch dran. Nee. Er ist nicht hoch genug, ne? Okay. Everything looks good from here. Ja, das ist ja schön, wenn es nicht gut aussieht. Okay. I got the science. So, sprich mit Tali. Ja, ich talke ja schon gleich mit dir. Oh ja. Look at the state of this. Subterfuge, reckless destruction of apparatus, the complete lack of respect for another person's science. Das sind die alle so hässlich aus. Es riecht nach Schmektor. I must warn you, the fusion process for the unbeginning cocktail is quite loud. It will continue to draw attention from the director's little... And it will take some time to brew, I'm afraid. We'll need to defend those mixer modules for as long as it takes. Was für ein Mixer? If the orcs destroy them, they'll take down the entire system. A prudent suggestion. Strong enough defensive structures around the Javamatic's weak points could buy us the time we need. This Javamatic. I have a storage facility not far from here that should be of use in this endeavor. I'll mark its location on your scabby. This might take a bit longer to get you home, but safety first. As I always, if we can find where they are coming from, we just might uncover a way. Wenn wir herausfinden, woher sie kommen. Ja, woher kommen sie denn? But where? They are a creation of Armament. I suspect they have some sort of facility hidden in the yard. Aha. Okay. If you can locate it, I think that I can get us in. I wonder if. No, that can't be it. Perhaps he hid it in there. No, no, that's far too obvious. Can a man be allowed one moment to think? Nein, kannst du nicht. Bist tot. Maybe he hid it. Ha! Absurd. Who in their right mind would build a lab there? Wer würde dort ernsthaft ein Labor bauen? Well, it's not that I think that I have no idea where it is. Sorry. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. For science! Naja, für die Wissenschaft. Gut. Braue den Vergrößerungscocktail mit dem Javamatic. Braue den Vergrößerungscocktail, sowas. Ist das Ding jetzt wieder gesund? Ganz? Wie brauche ich das? Ja, noch so ein Punkt. Wie komme ich denn daran? Wie brauche ich hier aber? Okay. Nee, das. Okay. Ich werde trotzdem hier nochmal speichern. Bevor ich hier irgendwas brauche. War mir jetzt nicht sicher. Habe ich es gemacht oder nicht? Okay. Soll ich drücken? Oder? Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Gehabt euch gut und tschüss.